Guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video schaust. Spoiler, Mist. Es kann man mittlerweile nicht mehr verpassen, weil es ist ja auch das Bild, wenn man überhaupt Fortnite startet. Ja, Fortnite hat einen Bosskampf bekommen. Ihr erinnert euch sicher daran, dass ich gesagt habe in meiner Live-Reaktion zu diesem Trailer-Musik, ja, die hier kam, oh, das klingt aber nach dem Endboss, und zwar nach dem Endboss für Brutal. Cool, oder? Genau das kam nämlich raus. Ein Endboss für Brutal. Also 100% richtig geschätzt. Und ich scroll hier mal runter. Ich packe euch das in die Beschreibung. Aber viele haben sich gefragt, was kriegt man für eine Belohnung, wenn man dieses Jahr noch den Endboss von Brutal legt? Also die Story abschließt und nicht nur einem Freund beitritt, der soweit ist. Dann bekommt ihr das hier. Ein physisches Geschenk. Ihr bekommt wirklich einen Anhänger. Hier, besondere Ankündigung. Deutsch kann ich gerade echt nicht. Jeder Spieler, der den Sturmkönig bis zum 2. Januar besiegt, bekommt den limitierten, exklusiven Sturmkönigsanstecker zugeschickt. Und das ist kostenlos. Nur so als Hinweis nebenbei. Aber gehen wir zu den Patch Notes. Oh, die habe ich hier schon auf Englisch auf, weil es gibt was Witziges bei den Patch Notes. Kommen wir gleich zu. Also für Rette die Welt können wir uns sehr kurz halten, nämlich, ja. Erstens, die Erfahrungspunkte sind gefixt. Das heißt, ihr kriegt jetzt nicht mehr 5 EP oder 20 EP, wenn ihr eine Sturmschildverteidigung macht. Hey, das ist immerhin eine gute Sache. Und die Shop-Waffe ist bekannt, nämlich Ralfis Rache. Viele kennen die Waffe vielleicht schon. Ansonsten, wer irgendwas aus dem Winter-Event bekommen hat vom letzten Jahr, einfach mal ins Sammelalbum reingucken. Ralfis Rache ist, soweit ich auch weiß, eine Einschuss-Sniper. Werden wir auf jeden Fall Donnerstag mal genauer unter die Lupe nehmen. Und warum sage ich witzig? Ja, hier, Kreativmodus, wollte ich auch die Patchnotes mal abgehen, aber hier steht halt, bitte auf Englisch gucken. Ja gut, dann gehen wir halt auf Englisch, so. Und zwar gibt es jetzt Featured Islands, ja, 4 neue Inseln. Die ändern sich aber immer wieder. Das sind Community Creations. Das bedeutet wirklich, ihr könntet quasi als Feature landen bei Epic Games, indem ihr einfach eine Insel macht, die Epic Games besonders gefällt, und diese nehmen sie dann als Feature Island. Dann gibt es jetzt The Block, dafür gibt es auch einen eigenen Beitrag auf Epic Games Seite, wenn ich jetzt mal hier zurückgehe, ne? Wo war's? Hier, The Block. Also quasi Kurzversion davon ist, wenn man ein 25x25 Feld baut und so eine Art Minigame dort oder eine Arena und Epic Games gefällt das Design besonders, weil ihr es hochladet, dann kann es gefeatured werden bei The Block. So, jetzt verklicke ich mich hier 1000 Mal, weil ich alles offen habe. Und jetzt wird es richtig interessant. Es gibt ein Insel-Code-System. Warum wird es jetzt richtig interessant? Ganz ehrlich, man kann jetzt Codes festlegen für das, was man baut. Und ja, hier, only a limited number of players in the supported creator program will have access to the feature. Okay, also es haben wahrscheinlich nur, lese ich jetzt hier raus, nur Creator das Feature? Okay. Aber die werden die Liste der Spieler natürlich erhöhen. Das Ding ist, das sind natürlich auch jede Menge Daten, die Epic Games speichern muss. Das heißt, ich kann schon verstehen, dass sie da nur limitiert rangehen. Ja, die können jetzt nicht Server für 15 Millionen Dollar kaufen und jedem Spieler, okay, 15 Millionen ist wahrscheinlich untertrieben, aber jedem Spieler gleichzeitig, mehrere Millionen Spielern gleichzeitig diese Funktion erlauben. Weil wir haben ja auch diesen Datenspeicher im Kreativmodus. Aber es wird dann demnächst so sein, letzter Punkt, den wir hiervon ansprechen, man kann seine Creations, also sein Erbautes, im Kreativmodus dann auf Reddit, auf YouTube, auf Twitch oder irgendwo posten, und eventuell gibt es dann von Epic Games quasi so eine Zusage, jo, wir würden übrigens gerne deine Kreation öffentlich posten. Damit kriegt man dann auch nochmal so einen kleinen Hinweis, Props von Epic Games. Aber ja, das war's schon. Season Patch 7.01, wie gesagt, 7.1 kommt wie angekündigt mit dem Frost Knight Event 2 Wochen nach 7.0. Jetzt haben wir eine Woche nach 7.0. Bedeutet, wir müssen uns nur noch eine einzige Woche gedulden.